Hallo, moin moin aus Hamburg, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile, liebe Porsche-Freunde. Es gibt manchmal so Autos, die finde ich ja selber sensationell und das ist einer von denen. Also hier steht so ein, erstmal die Farbe ist natürlich sensationell, dieses Schiefergrau. Hier steht ein Elfer aus 67, kommt ursprünglich aus den USA, schon ewig in Hamburg, ewig in Deutschland. Short Wheelbase, 67er Baujahr, wie gesagt, ein 2 Liter. Ein unglaublich geiles Auto, top, also für so ein Auto, also Hammerzustand einfach, kein Neuwagenzustand, aber eben halt ein toller Zustand. Auto kommt aus einer kleinen Sammlung, Sammlung würde ich nicht dazu sagen, das ist einfach jemand, der hat 2, 3 Porsche und fährt die auch immer, der ist den auch immer gefahren und es gibt von dem Auto, also der ist wirklich, sieht richtig gut aus, von oben, von unten, von innen, es ist alles top gemacht. Was es allerdings nicht gibt, es gibt keine Rechnung. Ich kenne das, weil man hat jemanden, den man kennt, der was macht und so. Und der Eigentümer hat immer investiert in das Auto, hat er mir so erzählt. Aber er hat halt die Rechnung nicht mehr oder es gab keine Rechnung oder wie auch immer. Und jetzt steht hier ein tolles Auto, aber ich habe halt nicht so eine Mappe voller Historie. Deswegen kostet auch keine 160.000 Euro, sondern viel weniger. Weil das sind schon hammerbegehrte Autos, diese Autos mit dem kurzen Radstand. Weil da gibt es halt echt wenig von. Zu der Zeit hat Porsche noch nicht viele Autos produziert. Ich habe so ein cooles Buch, das liegt da hinten mit allen Nummern, Daten und Tralala drauf. Also da sieht man auch, dass Fahrgestellnummer stimmt, Motornummer stimmt, zumindest aus der Zeit. Ob es am Ende der Originalmotor ist, weiß man natürlich nicht, aber er passt zumindest in diese Serie der Motoren. Keine Urkunde von Porsche oder sowas. Aber das Ding läuft wie eine Eins, macht richtig Spaß zu fahren. Ich bin eben mit Thomas mal eine Runde gefahren. Also Thomas ist ja der Kameramann hier hinter der Kamera. Und er hat auch gesagt, Mann, wow, läuft der cool. Und der hängt halt voll am Gas und das ist richtig klasse. Lass uns mal gucken. Also der ist natürlich schon mal lackiert, weil sonst wird er nicht so aussehen. Also Quatsch, es gibt auch Autos, die sind nicht lackiert und sehen so aus. Aber das ist natürlich äußerst selten. Hier die Füchse drauf, wie sie rauf gehören. Alles so, wie es sein soll. Der ist total schier, da ist nichts, also es ist nirgendwo Rost zu sehen oder irgendwas, die Spaltmaße stimmen. Der Wagen ist total trocken, oder? Warte mal, ich guck mal kurz da, wo er stand. Sekunde mal. Boah, das ist ja ein Witz. Filmst du noch? Also, der stand da an der Stelle jetzt, ich habe den schon ein bisschen länger, steht da 2 Wochen an, oder eine Woche an der Stelle, so ein Tropfen Öl, ja, so. Also, insofern, cooles, da muss man jemanden tropfen, gerne mal, aber der ist so gut trocken. So sieht der Motor aus, auch alles ordentlich und gepflegt, ja. Sieht man schon, dass da echt auch Geld reingeflossen ist in das Auto und wichtig immer, dass Dinger laufen. Ne? So, und dass sie natürlich nicht, aber das ist schon, die Farbe ist halt sensationell, finde ich. Ne? Dieses Grau, ich meine gut, Orange oder so habe ich auch mal gehabt, finde ich auch richtig cool. Den kriege ich vielleicht wieder tatsächlich, den Orangen, weil der steht nur in der Sammlung rum und wird nicht gefahren und er hat zu mir, oh Ingo, der steht nur und was meinst du? Ich sage, du bring her, verkaufen wir ihn wieder. Ja? So, der war ja ratzfatz verkauft damals. Und hier, ja gut, hier haben die Scheiben so ein bisschen vom Rauf und Runter so leichte Kratzer tatsächlich. Das ist, muss man mal, ob man das noch polieren kann, weiß ich nicht, wenn wir zum Glaser gehen, aber es ist jetzt gut, das ist halt so. Ja, was soll ich sagen, hier Short Wheel Base, ne? Also für die Leute, die es noch nicht wissen, wenn man hier die Porsche haben immer hier so eine Kappe und dahinter hat man normal, haben die moderneren, also ab 68, haben halt dann noch so 3-4 cm längeren Radstand. Und da gibt es halt Fans von denen und die sind halt sehr selten. Und deswegen ist das halt schon das Besondere. Ansonsten ist es auch ein F-Modell. Und wer halt Bock auf ein F-Modell hat und dem das egal ist, kann den natürlich auch kaufen, ob er jetzt kurz oder lang hat. Ja? So, nur die langen sind, kriegt man auch ein bisschen günstiger tatsächlich. Cool, hier die Keder und alles, alles super. Kein Rost. Hier alle, das ganze, die Dichtungen alle schick, die Scheibe sieht gut aus, da sind keine Steinschläge drauf. Die Haube, da ist nichts
Gut, man ballert mit so einem Ding natürlich auch nicht mehr mit 220 über die Autobahn. Kann man wahrscheinlich auch. Ich würde mit dem Wagen, lasse ich sie nach Hause fahren, meinetwegen nach München, wenn sie aus München kommen oder aus sonst wo. Der funktioniert. Also man weiß nie, ich habe auch schon Leute losgeschickt und dann rufen die mich an und sagen, oh Ingo, ich stehe im Harz und Batterie ist übergekocht, weil ein kleiner Regler von der Lichtmaschine kaputt ist oder so. Das gibt es halt alles mal, aber da bin ich dann natürlich auch zur Stelle und helfe. Guck mal, hier sieht auch alles ordentlich aus. Hier sind nochmal ein Satz Fußmatten neu. Gibt es natürlich dazu. Hier, guck dir das mal an, alles neuer Tank und. Also der hat schon richtig investiert, der Eigentümer. Und jetzt ist das ein Wetzel Automobile Auto hier. Also wir verkaufen den. Und ich habe von dem Eigentümer noch einen 356er angekauft. Der kommt heute hierher, tatsächlich ein A. Also auch spannend, wenn jemand sowas sucht. Schwarz-beige, schicke Kombination. So, komm, wir kommen hier rein. So wie es sein muss, ey. So wie es sein muss. Hier sieht, also hier nicht wundern, hier da fehlt der Drehzahlmesser, den lasse ich gerade reparieren. Der müsste heute oder morgen auch wieder kommen, dann kommt der wieder rein. Also der ist natürlich da, wenn jetzt der Wagen hier steht in der Halle und präsentiert wird. Hier, Cockpit sieht gut aus. Das alte Radio, ich weiß nicht, ob das Original ist, auf jeden Fall ist es ein altes Radio. Ja, Anzeigen funktionieren, alles super. Also sieht man ja, so bin ich halt. Ne? Ich lasse es halt machen, wenn es nicht geht, dann wird es halt gemacht und jetzt kommt er wieder und dann funktioniert. Die coolen Ausstellfenster hinten ist natürlich auch immer ganz cool. Also insofern, der Himmel ist auch mal neu gemacht worden. Tolles Auto und wenn Sie vielleicht auch so ein tolles Auto in der Garage haben, rufen Sie mich gerne an, falls Sie den verkaufen wollen oder auch also bis hin zu 997. Kaufe ich gerne Autos an oder verkaufe die auch gerne Kommission. Also wenn da was mal weg muss aus der Sammlung oder aus der Garage, gerne mal vorbeikommen und oder anrufen, dann sprechen wir und gucken wir, ob wir zusammenkommen. Meistens finde ich immer eine Lösung mit jedem Menschen, der was verkaufen will. Und meine YouTube-Videos gerne bei YouTube im Kanal angucken. Und dann kriegt man die Autos immer als erstes serviert. So, und jetzt, Thomas, du bist ja eben schon mitgefahren, jetzt fahre ich alleine, du filmst von draußen. Okay. Cooles Ding, machen wir so. Weißt du, was ich so echt geil finde? Da, 67er Jahre, ne? Also 67er Baujahr. Nichts drin im Cockpit, aber Zigarettenabzug. Weißt du, so geil. Damals, da wurde halt noch geraucht, weißt du, heute, und der geht sogar, wow. Oh ja. Also, cooles Ding. Also, Auto steht bei uns in der Garage, hier in der Halle. Geiles Ding, echt, macht richtig Bock zu fahren. Und wenn das was ist, vielleicht einfach vorbeikommen, anrufen oder erst anrufen, vorbeikommen oder nur vorbeikommen oder wie auch immer. Und ja, wir freuen uns auf den Besuch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hier in der Halle. In diesem Sinne, Wetzel Automobile aus Hamburg. Tschüss.